Lektion 181. Ich vertraue meinen Brüdern, die eins mit mir sind. Ihr seid in der Tat gesegnete Wesen und ich bin der, den ihr als Jesus kennt. Und es ist wichtig für euch, dass ihr euch daran erinnert, dass diese Worte Worte für die Übungen sind, die dazu dienen, dass ihr etwas praktiziert und lernt, wie man das tut. Wenn wir euch bitten, etwas zu tun, etwas zu sagen, so wie dieses Vertrauen in eure Brüder, dann wird es unmittelbar eine Reaktion vom Ego-Geist geben. Und es wird sagen, aber ich wurde betrogen und ich wurde so sehr verletzt von so vielen Menschen. Ich kann ihnen nicht vertrauen. Das ist eine Reflexion deines Geistes. Es ist nicht eine Reflexion der Welt. Und es geht nicht hier darum, das Opfer zu beschuldigen. Aber wir möchten euch daran erinnern, dass deine Welt erschaffen wird durch die Wahrnehmung in deinem eigenen Bewusstsein. Und wenn das Erste, was auftaucht, wenn wir dich bitten zu vertrauen, das ist, was dein tiefes, also deine tiefe Ebene von Misstrauen ist, dann kannst du hier genau sehen, warum wir hier diese Lektion gegeben haben. Denn wenn du Misstrauen hast, das auf vergangenen Erfahrungen beruht, dann garantierst du damit, dass die Zukunft so aussehen wird wie die Vergangenheit. Denn du bist dann derjenige, der die Frequenz aussendet, die einen Mangel an Vertrauen hat. Und wenn du einen Mangel an Vertrauen hast in deinem Leben, in deiner Welt und in deinen Brüdern und Schwestern, dann garantierst du damit, dass du nicht vertrauenswürdige Erfahrungen haben wirst und nicht vertrauenswürdige Menschen treffen wirst. Denn du bist derjenige, der an dem Glauben festhält, in einen Mangel an Vertrauen. Also es ist ein bedeutender Teil deiner Vergebungspraxis. Also es ist wichtig, deinen Brüdern und Schwestern den Gewinn dieser Frage zu geben und zu sagen, gut, also nur für jetzt und nur für heute werde ich dir vertrauen. Und das bedeutet zum Beispiel nicht, dass du diesen Menschen dein ganzes Geld geben wirst. Das ist es nicht, worum es in dieser Lektion geht. Es geht darum, ohne Angriff zu werden und offenen Herzens und einen offenen Geist zu bekommen. Und in diesem Zustand kannst du mehr sehen. Du kannst dich mit mehr verbinden und du kannst mehr verstehen. Wenn du in deine Verteidigungsmechanismen verwickelt bist oder eingehüllt bist und in dein Bedürfnis nach Rache, dann verpasst du alles. Du verpasst tatsächlich dein Leben. Du lebst in der Vergangenheit und du garantierst dafür, dass dieses ewige Jetzt kontaminiert wird mit vergangenen Glauben und Ideen und Glaubensmustern. Und das ist der Moment, in dem du erschaffst. Du garantierst, dass du an den gleichen Wunden in der Zukunft leiden wirst. Denn du glaubst daran. Also für ein paar Momente an verschiedenen Zeiten in einer Stunde an diesem Tag möchten wir, dass ihr diese Lektion praktiziert. Und durch diese Lektion wirst du ein viel höheres Level an Sicherheit empfinden. Denn du wirst beginnen, damit aufzuhören, dich auf den Krieg vorzubereiten. Ich bin der, den ihr als Jesus kennt, und ich werde morgen wieder zu euch sprechen.